Herzlich willkommen zur Analysis weiterführende Konzepte. In diesem 18. Lernvideo beschäftigen wir uns mit differenzierbaren Kurven im R. Ich möchte zunächst an den Begriff der Differenzierbarkeit aus der Analysis 1 erinnern. Dort hatten wir uns reellwertige Funktionen angesehen, die von einer Variable abhängen. Und wir hatten dann so eine Funktion differenzierbar an der Stelle t genannt, falls dieser Grenzwert existiert. Hier schaut man sich den Differenzenquotient an der Stelle t an und man sagt, der Grenzwert existiert, wenn für jede zulässige Folge h, die gegen 0 konvergiert, eben dieser Ausdruck konvergiert, und zwar gegen die gleiche Zahl. Und diese Zahl, diesen Grenzwert, nannten wir dann die Ableitung von u an der Stelle t und wir haben ihn so bezeichnet. Hier muss man nochmal genau hingucken, welche Folgen erlaubt sind. Nun, man muss sich Nullfolgen vorstellen und diese h's müssen eben so gewählt sein, dass dieser Ausdruck sinnvoll ist. Das heißt, man darf nicht durch Null teilen, steht hier. Und t plus h muss im Definitionsgebiet der Funktion liegen. Wir hatten eigentlich in der Analysis 1 nur die Ableitung für innere Punkte definiert. Diese Definition, die hier steht, die ist jetzt auch für Randpunkte des Intervalls anwendbar und wir verallgemeinern jetzt in dieser Weise eben die Ableitung und können auch über eine Ableitung einer Funktion am Rand sprechen. Es ist ein bisschen umständlich, immer diesen ausführlichen Ausdruck hier hinzuschreiben, deshalb werden wir das von nun an der Bequemlichkeit halber einfach mit h gegen 0 abkürzen und lassen diese zusätzlichen Bedingungen in der Schreibweise weg. Aber aus dem Kontext ist klar, dass man das fordern muss, denn andernfalls würde das, was hier steht, keinen Sinn ergeben. Nun, für Kurven können wir jetzt die Differenzierbarkeit und die Ableitung ganz analog definieren. Und das passiert hier in dieser Definition. Hier schauen wir uns eine Kurve im RD an, definiert auf einem Intervall i. Das Intervall kann offen, abgeschlossen, halboffen sein, was man möchte. Und wir nennen dann diese Kurve differenzierbar in t, falls eben dieser Grenzwert existiert. Der Grenzwert sieht erstmal formal genauso aus wie jener aus der Analysis 1. Der Unterschied ist, während in der Analysis 1 dieses hier eine Folge von reellen Zahlen war, ist dieses hier nun eine Folge im RD, denn f ist ja RD-wertig. Und dementsprechend muss diese Folge eben im RD konvergieren. Und das bedeutet, dass wir hier den RD eben als normierten Raum betrachten, mit irgendeiner Norm. Welche Norm ist egal, denn alle Normen sind ja äquivalent. Und dann ist eben die Differenzierbarkeit auf diese Weise erklärt. Und falls dieser Grenzwert existiert, kürzen wir wie im Fall der reellwertigen Funktion die Ableitung mit f' an der Stelle t ab. Dieses f' ist also dann ein Vektor im RD und wir nennen diesen Vektor den Tangentialvektor an die Kurve f an der Stelle t oder eben auch Ableitung von f in t. Gut, darauf aufbauend führen wir jetzt noch ein paar weitere Begrifflichkeiten an. Zunächst mal nennen wir eine Kurve in dem Punkt t regulär bzw. den Punkt t, den Parameterpunkt t, nennen wir einen regulären Punkt der Kurve, falls die Kurve in diesem Punkt differenzierbar ist und dort die Ableitung nicht verschwindet. In diesem Fall, wenn also die Ableitung f' an der Stelle t ungleich 0 ist, können wir diesen Vektor, den Tangentialvektor, können wir normieren. Wir können durch die euklidische Norm dieses Vektors teilen, erhalten dadurch einen normierten Vektor und diesen nennt man dann Tangenteneinheitsvektor von f an der Stelle t. Und in diesem Fall kann man nun eine Gerade einführen, die sogenannte Tangente, und die ist hier definiert. Das ist also eine Kurve, die geht durch den Punkt, an dem wir die Differenzierbarkeit untersuchen. Und falls dieser Punkt regulär ist, ist ja dort der Tangentialvektor ungleich 0. Und es ist also eine Gerade durch diesen Punkt parallel zum Tangentialvektor. Ja, wenn man sich das mal einzeichnet, dann könnte eben eine reguläre Kurve so aussehen.
Und wir würden vielleicht diesen Punkt f von t hier betrachten. Dort hat diese Kurve eine Ableitung, einen Tangentialvektor, der würde vielleicht so aussehen. Das ist also f' von t. Und Tangente, diese Gerade, die definiert würde, die würde eben durch diesen Punkt gehen. Und wie man es aus dem geometrischen Sprachgebrauch kennt, eben tangential zur Kurve verlaufen. Ja, und wenn wir einen Punkt haben, in dem die Kurve differenzierbar ist, aber die Ableitung eben verschwindet, dann nennt man diesen Punkt einen singulären Punkt. Wir werden gleich Beispiele dafür sehen. Die Definition geht weiter. Wir nennen dann eine Kurve allgemein differenzierbar, wenn sie in jedem Punkt differenzierbar ist. Wir nennen sie stetig differenzierbar, wenn sie eben differenzierbar ist. Und die Abbildung, die einen Parameter aus i auf den Tangentialvektor an der entsprechenden Stelle abbildet, wenn diese Abbildung eben stetig ist. Genauso wie wir das in der Analysis 1 für reellwertige Funktionen gemacht haben. Und letztlich nennen wir eine Kurve regulär, wenn sie stetig differenzierbar ist und die Ableitung an allen Punkten nicht verschwindet, das heißt, wenn alle Punkte reguläre Punkte sind. Wenn wir die Bilddimension, das kleine d, einsetzen, uns also Kurven in R ansehen, dann stellen wir fest, dass diese Definition, die wir hier gerade diskutieren, genau jene ist aus der Analysis 1 für differenzierbare Funktionen. Also in diesem Sinne ist es eine direkte Verallgemeinerung der Begriffsbildung, die wir aus der Analysis 1 eben. Man kann auch, und das ist eine wichtige Beobachtung, eine unmittelbare Verbindung zwischen differenzierbaren Kurven und differenzierbaren Funktionen herstellen. Und das funktioniert wie folgt. Wir fixieren mal einen Vektor v aus dem RD. Nehmen mal an, der ist nicht gerade 0. Und dann können wir, wenn f eine Kurve ist im RD, eine Funktion betrachten, die jetzt auf i definiert ist und nach r abbildet. Und was macht diese Funktion? Die schaut sich einen Kurvenpunkt an und nimmt das Skalarprodukt, das Standardskalarprodukt mit diesem Vektor v. Auf diese Art und Weise kriegen wir eine reellwertige Funktion. Insbesondere wenn wir für v einen Einheitskoordinatenvektor wählen, dann würden wir mit f-Index i die entsprechende Funktion bezeichnen, also das Skalarprodukt der Kurve mit dem i-Einheitsvektor. Und wir nennen diese Funktion, die hier dann definiert ist, in dem speziellen Fall, dass v ein Koordinatenvektor ist, dann eben eine Komponentenabbildung. Und auf diese Art und Weise können wir einen beliebigen Kurvenpunkt ft eben auch schreiben als f1 von t bis fd von t. Und die Beobachtung ist jetzt folgende. Wenn wir uns fragen, ob eine Kurve im RD differenzierbar ist, dann reicht es eigentlich aus, sich die Komponentenfunktion anzusehen. Dieses Lemma sagt nämlich, dass die folgenden drei Aussagen äquivalent sind. F ist differenzierbar bzw. stetig differenzierbar, genau dann, wenn die Komponentenfunktionen alle differenzierbar bzw. stetig differenzierbar sind, beziehungsweise wenn für alle Vektoren v diese Funktionen f-Index v stetig differenzierbar bzw. differenzierbar sind. Und in diesem Fall, also falls eine dieser Eigenschaften gilt, kann man eben den Tangentialvektor an der Kurve an der Stelle t mithilfe der Ableitung der Komponentenfunktionen darstellen. Und wenn wir uns dafür interessieren, wie denn die Ableitung von dieser skalaren Funktion f-Index v aussieht, dann können wir einfach den Tangentialvektor nehmen und das Standardskalarprodukt mit dem Vektor v bilden. So, das ist eine einfache Beobachtung, aber im Prinzip steht jetzt hier drin, dass wir alles, was wir für reellwertige Funktionen und deren Ableitung und den Rechenregeln für die Ableitung kennen, auf Kurven übertragen können. Und der Beweis ist
da ist eigentlich nichts zu tun, denn die Definition der Ableitung einer Kurve basierte ja auf dem Differenzenquotienten, beziehungsweise an dem Grenzwert, auf dem Grenzwert h gegen 0 für diese Differenzenquotienten. Das ist jetzt eine Folge im RD. Und wir haben ja gesehen, diese Folge konvergiert genau dann, wenn die einzelnen Komponenten dieses Vektors konvergieren. Das heißt, wenn diese Ausdrücke in R eben konvergent sind. Und das hatten wir in Lemma 1.22 festgestellt, dass die Konvergenz eines Vektors im RD äquivalent dazu ist, dass die Komponenten konvergieren. Und auf diese Art und Weise folgt dann unmittelbar dieses Lemma. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Zunächst mal die Gerade. Und wenn wir uns mal einen Differenzenquotienten für die Gerade hinschreiben, dann stellt man fest, dieser Punkt a, dieser Vektor a kürzt sich raus und dann steht hier t plus h mal v minus tv. Das heißt, es bleibt hv übrig, das h kürzt sich dann auch raus. Und das bedeutet, der Differenzenquotient für eine Gerade ist schon ein konstanter Vektor, der gerade diesem v entspricht. Und das ist dann eben auch die Ableitung. Das heißt, der Tangentenvektor an der Gerade ist gerade dieses v. Und wenn das v nicht gerade 0 ist, dann ist die Gerade eine reguläre Kurve und wir können uns den Tangenteneinheitsvektor ansehen. Na, wenn das v 0 wäre, dann wäre diese Kurve f konstant. Das heißt, die Kurve würde aus einem, das Bild der Kurve würde aus dem einen Punkt a bestehen. Und man würde dann auch nicht von einer Gerade sprechen. Schauen wir uns als nächstes den Kreis an. Wir haben gesehen, dass diese Kurve hier einen Kreisbogen beschreibt. Das könnte also so aussehen. Man startet im Punkt 1, 0 für t gleich 0 und dann könnte das so aussehen. Je nachdem wie L ist, ist der Kreisbogen entweder ein vollständiger Kreis oder eben auch nicht. Hier ist der Ursprung, hier sind die beiden Koordinatenrichtungen, E2, E1. Und ja, wenn wir jetzt die Ableitung beziehungsweise den Tangentenvektor hier ausrechnen möchten, dann können wir dieses Lemma verwenden und einfach hier die Komponente hier ableiten. Und da kommt eben raus, dass wir diesen Tangentenvektor erhalten. Wir können den mal am Punkt t gleich 0 einzeichnen, also an diesem Punkt hier. Da ist der Tangentenvektor r mal der zweite Einheitsvektor. Würde also so aussehen. Und ja, er wäre wahrscheinlich ein bisschen kürzer, nämlich die Länge wäre durch den Radius des Kreises gegeben. Und der Tangenteneinheitsvektor wäre einfach dieser Vektor hier normiert. Das heißt, dieser Vektor wäre dann, hätte dann die Länge 1. Als nächstes schauen wir uns einen Streckenzug an. Ich habe mal hier die Spur eines Streckenzuges eingezeichnet. Beim Streckenzug ist es ja so, dass wir Parameter t0, t1 und so weiter bis tn haben. Hier ist n gleich 4. Und diese einzelnen Parameterpunkte werden eben dann durch die Kurve auf diese vorgegebenen Kurvenpunkte x0, x2, x1, x2, x3 bis x4 bzw. bis xn abgebildet. Und dazwischen macht man eine gleichförmige geradlinige Bewegung, welche diese beiden Kurvenpunkte eben dann verbindet. Und dann ist erstmal klar, dass dieser Streckenzug eben nicht differenzierbar ist. Es ist also keine differenzierbare Kurve, denn an diesen Parameterpunkten T1, T2, T3, also an den inneren Parameterpunkten, ist der Streckenzug im Allgemeinen nicht differenzierbar. Andererseits, an allen anderen Punkten ist der Streckenzug differenzierbar. Und wenn wir uns auf die offenen Parameterintervalle
zurückziehen, nämlich die Intervalle ti-1 ti, also diese Intervalle, die zwischen zwei Parameterpunkten liegen, dann ist der Streckenzug dort eben eine stetig differenzierbare Funktion und der Tangentialvektor ist gerade durch diesen Ausdruck hier gegeben. Wir möchten uns in diesem Lemma hier mit einer Parametertransformation beschäftigen. Hierzu sei f eine stetig differenzierbare Kurve und zwar definiert auf einem Intervall i. Und wir schauen uns jetzt eine Transformation phi an, die auf einem neuen Intervall j definiert ist und nach i abbildet. Und dieses phi hier sei eine stetig differenzierbare Funktion. Ja, und was wir dann machen können, ist eine neue Kurve einführen, indem wir f mit phi verknüpfen. Das ist jetzt eine Kurve, die eben auf j definiert ist. Wie könnte das aussehen? Vielleicht wäre das hier die Spur der Kurve f. Und naja, dann aufgrund der Definition von g wüssten wir, dass die Spur von g eben eine Teilmenge von der Spur von f wäre. Und wenn unser klein phi eben surjektiv ist, dann wäre die Spur von g automatisch identisch mit der Spur von f. Ja, und dieses Lemma sagt nun, dass hierdurch eine stetig differenzierbare Kurve gegeben ist und wir die Tangente, den Tangentialvektor an jedem Punkt durch diese Formel ausrechnen können. Was ist bei dieser Formel zu beachten? Zum einen ist Phi' hier ein Skalar, denn Phi ist ja eine Abbildung, eine reellwertige Abbildung. Aber dieses f' ist ein Tangentenvektor, das ist also ein Vektor im R hoch d. Das heißt, was dazwischen steht, ist einfach ist die Skalarmultiplikation im Vektorraum Rd. Und ebenfalls ist natürlich g' auch dann ein Vektor. Und diese Formel sagt also, der Tangentenvektor an g ist linear abhängig, ein Vielfaches vom Tangentenvektor an f. Also wenn wir hier den Tangentenvektor an f mal einzeichnen würden an der Stelle t, das wäre also der Punkt, Kurvenpunkt ft, dann wüssten wir, dass der Vektor g' eben ein Vielfaches dieses Vektors hier wäre. Er könnte in die andere Richtung zeigen, er könnte eine andere Länge haben und er könnte auch 0 sein. Nun, wie sieht man diese Formel? Wie kann man die beweisen? Zunächst einmal kann man feststellen, wenn die Raumdimension d gleich 1 wäre, das heißt, wenn f und phi einfach stetig differenzierbare Funktionen, r-wertige Funktionen wären, dann steht hier nichts anderes als die Kettenregel für stetig differenzierbare Funktionen. Und das ist also die Kettenregel, haben wir in der Analysis 1 bewiesen. Und jetzt kann man die auf die Situation mit den Kurven übertragen, indem man sich einfach die einzelnen Komponenten dieser Abbildung hier ansieht. Das heißt, ich müsste hier im Beweis nur jeweils einen Index i hinschreiben. Und dann wissen wir sofort, dass diese Formel für jede Komponente gilt. Und dann gilt sie natürlich auch, wenn wir die einzelnen Komponenten zu Vektoren zusammenfassen. In der Analysis 1 hatten wir eine wichtige Beobachtung gemacht, nämlich dass die Differenzierbarkeit einer reellwertigen Funktion an der Stelle t äquivalent dazu ist, dass wir rund um die Stelle t die Funktion durch eine lineare Funktion approximieren können. Das war der Weierstrassche Zerlegungssatz, der uns diese Charakterisierung geliefert hat und eine geometrische Interpretation der Ableitung liefert. Und für Kurven geht es genauso. Und das ist der Inhalt dieses Lemmas. In diesem Lemma schauen wir uns also eine Kurve an im RD. Wir halten uns einen Parameterpunkt t fest und einen Vektor v. Und dann sagt das Lemma, dass zwei Aussagen äquivalent sind. Die erste Aussage ist, f ist differenzierbar in t und der Tangentenvektor ist durch v gegeben. Und die zweite Aussage besagt Folgendes. Hier schaut man sich eine Gerade an. Die Gerade geht durch den Kurvenpunkt, den wir uns ansehen, also durch ft und ist parallel oder geht sogar in Richtung des Vektors v. Und dann schaut man sich einen Restterm an, und zwar
subtrahiert man von der Kurve diese Gerade und bezeichnet das als Restterm RH. Und die Aussage ist nun, dieser Restterm geht schneller gegen 0 als eine lineare Funktion. Ja, wieder ist es so, dass wenn wir dieses Lemma betrachten, im Spezialfall d gleich 1, das heißt, wenn wir keine Kurven haben in mehrdimensionalen, sondern einfach Funktionen in R, dann ist dieses Lemma nichts anderes als der Weierstrassche Zerlegungssatz, den wir in der Analysis 1 besprochen hatten. Es hatte die Nummer Satz 7.4. Und dieses Lemma folgt nun direkt aus diesem Weierstrasschen Zerlegungssatz, indem man wieder einfach komponentenweise diese Behauptung hinschreibt. Für jede Komponente haben wir eine Situation, auf die wir den Satz 7.4 aus der Analysis 1 anwenden können. Und die einzige neue Beobachtung ist, wenn diese Aussage, diese Charakterisierung für jede Komponente richtig ist, dann gilt es eben auch dann, wenn wir die Komponenten als Vektoren zusammenfassen und über Kurven sprechen. Ja, das Bild, das man sich zu diesem Lemma merken kann, ist folgendes. Wenn wir also eine Kurve haben, das sei die Spur, und uns einen Punkt ansehen, dann sagt dieses Lemma, dass lokal um diesen Punkt die Tangentengerade, das ist diese Gerade, die hier in dem Lemma durch g definiert ist, gut approximieren können. Das heißt, in diesem Bereich ist diese Gerade g eine gute Approximation an die Kurve. Ja, dann möchten wir noch einen Schnittpunkt und Schnittwinkel zweier Kurven bestimmen. Ich male zunächst mal ein Bild. Wenn wir zwei Kurven haben, zum Beispiel diese Kurve f und eine weitere Kurve, zum Beispiel diese Kurve, die hier mit g bezeichnet ist, dann schneiden sich die beiden Kurven an einem Punkt. Wir können jetzt die Tangenten hier in diesem Punkt einzeichnen. Zunächst mal für die blaue Kurve wäre die Tangente dieser Vektor und für die grüne Kurve wäre die Tangente beispielsweise dieser Vektor. Jetzt haben wir zwei Vektoren im RD, für den können wir den Winkel betrachten und den eingeschlossenen Winkel hier und der sich hieraus ergebende Winkel, den ich hier mal Alpha nenne und der in dieser Definition an dieser Stelle hier auftaucht, den nennen wir den Schnittwinkel dieser beiden Kurven. Okay, das steht ja auch nochmal in der Definition ausführlich drin. Wir haben zwei Kurven f und g. Wir nennen einen Punkt, der im Schnitt der Spuren liegt, einen Schnittpunkt von f und g. Wenn er eben im Schnitt dieser beiden Spuren liegt, dann muss der Schnittpunkt darstellbar sein mittels Parameter t und s auf diese Art und Weise. Und wir können uns dann an diesen Kurvenpunkten eben die Tangentenvektoren ansehen und den Winkel bilden. Naja, und jetzt, wenn wir uns mal überlegen, wie die Winkel definiert waren, dort mussten wir zunächst mal die Vektoren, die wir dort reinstecken, normalisieren. Das heißt, wir mussten die auf Einheitslänge, euklidische Einheitslänge bringen. Und dafür muss eben die Norm, müssen die Norm dieser zwei Vektoren ungleich 0 sein. Das heißt, man kann dementsprechend den Schnittwinkel nur für reguläre Kurven definieren, beziehungsweise für Kurven, die am Schnittpunkt regulär sind. Deshalb steht hier diese Bedingung noch mit drin in der Definition. Ja, zu dieser Definition gibt es noch einiges anzumerken. Zunächst ist es mal ja so, dass Kurven Doppelpunkte haben können. Das heißt, Kurven müssen nicht surjektiv sein. Ich male mal ein Beispiel hin. Hier hätten wir eine Kurve, die sich selber schneidet und dieser Schnittpunkt mit sich selbst wäre eben ein Doppelpunkt. Und wenn wir jetzt eine weitere Kurve nehmen, die zufälligerweise die erste Kurve in so einem Doppelpunkt schneidet, dann müssen wir, wenn wir über den Schnittwinkel der Kurven sprechen möchten, genau dazu sagen, auf welchem Bereich der Kurve, der grünen Kurve, wir denn sitzen wollen, wenn wir über den Schnittpunkt sprechen möchten. Denn wir könnten hier über die grüne Kurve zwei Tangenten finden, zum Beispiel diese hier oder eben diese hier. Und je nachdem, welche Tangente man sich aussucht, kriegt man natürlich einen anderen Schnittwinkel mit der blauen Kurve. Also man muss genau sagen, welchen
auf welchem Bereich der Kurve man sich einschränken will, wenn man über einen Schnittpunkt und einen Schnittwinkel spricht. Dann kann es natürlich auch gerade in diesem Beispiel so sein, dass es sinnvoll ist, vom Schnittpunkt mit sich selbst und vom Schnittwinkel mit sich selbst zu sprechen, und auch das ist dann eben möglich. Man kann die Definition dann analog auf diese Situation verallgemeinern. Ja, in den nächsten Lemmas möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, inwieweit wir eine Kurve wie jene hier durch einen Streckenzug approximieren können. Und zwar möchten wir einen interpolierenden Streckenzug betrachten. Das heißt, wir nehmen uns Punkte auf der gegebenen Kurve her und schauen uns dann den Streckenzug an, der diese Punkte verbindet. Und die Frage ist dann, wie groß ist der Fehler, den wir durch dieses Vorgehen machen? Ja, warum möchten wir uns mit der Frage beschäftigen? Nun, eine Sache, die wir im nächsten Lernvideo einführen möchten, ist die Länge einer Kurve. Und das ist für so eine blaue Kurve gar nicht so einfach, aber für so einen Streckenzug ist es einfach. Man kann einfach die Abstände der einzelnen Punkte, die durch den Streckenzug interpoliert werden, aufsummieren. Und dann ist die Idee der Längendefinition einer Kurve eben jene, dass man die Länge zunächst mal für solche Streckenzüge, für solche einfachen, sehr speziellen Kurven einführt und dann benutzt, dass man beliebige Kurven in gewisser Weise durch solche Streckenzüge approximieren kann. Deshalb möchten wir uns zunächst mal mit dieser Frage beschäftigen, inwie gut man Kurven durch Streckenzüge approximieren kann. Ja, und wir beginnen zunächst mal mit diesem ersten Lemma, und da geht es erstmal um die Frage, um eine ganz einfache Beobachtung, die darin besteht, dass man eine Verbindungsstrecke sehr einfach charakterisieren kann. Und zwar, wenn wir uns eine beliebige Kurve ansehen im RD, dann ist diese Kurve eine Verbindungsstrecke, also von dieser Form, die hier steht, genau dann, wenn die Kurve stetig differenzierbar ist und die Ableitung konstant ist. Gut, hier sagen wir, dass diese zwei Punkte A und B äquivalent sind. Es gibt eine ganz einfache Richtung, die man beweisen muss, nämlich dass A B impliziert. Und das ist klar, indem man einfach hiervon die Ableitung ausrechnet und feststellt, dass die Ableitung eben gerade der Vektor 1 über B minus A mal FB minus FA ist. Und das ist eben ein konstanter Vektor, und dann sieht man, dass B erfüllt ist. Um die umgekehrte Richtung B impliziert A zu zeigen, werden wir zeigen, dass nicht A nicht B impliziert. Ja, wir nehmen also an, dass nicht A gilt. Das heißt, unsere Kurve F ist keine Verbindungsstrecke. Die könnte ungefähr so aussehen dann. Das wäre die Spur von F. Hier wäre der Punkt FA, hier wäre der Punkt FB. Und von diesem Punkt möchten wir in diesem Beweis zunächst einmal die Verbindungsstrecke von FA nach FB abziehen. Das heißt, diese grüne gerade Linie, die ich hier zeichne. Und die Differenz dieser beiden Kurven, die bezeichnen wir mit U. Das ist das, was hier steht. Und das Einzige, was wir jetzt zeigen müssen, ist, dass die Ableitung von U nicht konstant ist. Dann haben wir gezeigt, dass B nicht gilt. Was wir nun zeigen müssen, ist unter der Annahme, dass F keine Verbindungsstrecke ist, dass dann diese Funktion g hier entweder nicht differenzierbar ist oder, wenn sie differenzierbar ist, die Ableitung nicht konstant ist. Denn aus dem letzten Punkt würde folgen, dass die Ableitung von f auch nicht konstant ist, weil dieser zweite Term hier eben eine konstante Ableitung besitzt. Ja, und wir nehmen jetzt einfach mal an in dem Beweis, dass die Funktion u und damit auch f differenzierbar sind. Denn wenn das nicht der Fall ist, wären wir mit dem Beweis schon fertig. Und das Erste ist, was wir beobachten, wenn also nicht a gilt, das heißt, wenn die rote Kurve nicht auf der grünen Kurve liegt, wenn es keine Verbindungsstrecke ist, dieses f, dann finden wir einen Kurvenpunkt,
sodass u eben ungleich 0 ist. Und das heißt auch, mindestens eine Komponente muss an diesem Kurvenpunkt von 0 verschieden sein. Wir nennen diese Komponente i. So, jetzt sind wir differenzierbar und der Mittelwert sagt uns nun, dass wir diesen Differenzenquotienten über die Ableitung darstellen können. Das liefert uns also einen Zwischenpunkt S1. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir uns diesen Differenzenquotienten mal angucken, dann wissen wir, ui ist ungleich 0, aber nach Konstruktion ist die Kurve u am Punkt a, an diesem Randpunkt 0, denn dort sind fa und diese Gerade, die Verbindungsstrecke, identisch. Und das bedeutet, was hier steht, dieser Differenzenquotient ist eine Zahl, die ungleich 0 ist. Also, wir finden also einen Punkt, an dem die Ableitung von ui ungleich 0 ist. Andererseits haben wir Folgendes. Wir wissen aufgrund dieser Konstruktion, dass u am ersten Punkt a und am Endpunkt b eben identisch sind, nämlich 0. Und das heißt, mit einem Mittelwertsatz finden wir jetzt eine Zwischenstelle S2 im Intervall, sodass die Ableitung von ui eben verschwindet. Und dann haben wir zwei Punkte gefunden, S1 und S2, an denen die Ableitung von ui verschieden ist. Einmal ist sie 0 und einmal ist sie halt ungleich 0. Und das heißt, die Ableitung von ui ist eben nicht konstant. Und damit haben wir dieses Lemma bewiesen. Wir haben in diesem Beweis den Mittelwertsatz verwendet und ich möchte betonen, dass wir den Mittelwertsatz nicht auf die Kurve angewendet haben, sondern auf die Komponentenfunktion. Und das ist wichtig, denn wie diese Bemerkung hier besagt, gilt der Mittelwertsatz nicht für Kurven. Das heißt, wenn wir die Bilddimension größer als 1 wählen, dann finden wir stetig differenzierbare Kurven, sodass dieser Differenzenquotient, zum Beispiel der Endpunkte der Kurve, sich von allen Tangentenvektoren unterscheidet. Ein Beispiel hierfür ist die Schraublinie. Ich male da einfach mal ein Bild hin und Sie können es dann nachrechnen. Die Schraublinie sieht etwas so aus. Und wenn wir hier zwei Punkte markieren, zum Beispiel den Punkt F0 und den Punkt F2Pi, wo man eine Drehung gemacht hat, dann stellt man fest, dass der Vektor, der von F0 nach F2Pi führt, gerade der dritte Einheitsvektor ist. Aber alle Tangentenvektoren haben eben Anteile, die in der Ebene liegen, die durch die Vektoren E1 und E2 aufgespannt werden. Wenn Sie hier sich die Ableitung mal ausrechnen, dann steht hier minus Sinus t, Cosinus t und dann sehen Sie, dass einer der beiden Einträge hier auf alle Fälle ungleich 0 ist und das bedeutet, dass alle Tangentenvektoren nicht mit E3 identisch sein können. Und dann haben Sie ein Beispiel, das zeigt, dass der Mittelwertsatz nicht für Kurven richtig ist. Ja, wir möchten nun mit der eigentlichen Frage, die uns beschäftigen soll, befassen, und zwar, wie gut kann man eine Kurve durch einen Streckenzug approximieren? Und in diesem Lemma diskutieren wir den ersten Schritt, der im Wesentlichen auch der wichtigste Schritt hierbei ist, nämlich die Frage, inwieweit man eine stetig differenzierbare Kurve durch eine Verbindungsstrecke approximieren kann. Wir schauen uns also eine Kurve im RD an, eine Kurve F, vom Punkt FA zum Punkt FB, das ist also unsere Kurve F hier, und dann führen wir diese Verbindungsstrecke G ein, die macht nichts anderes als diesen Anfangspunkt mit dem Endpunkt durch eine gerade Strecke zu verbinden, das ist also unser G, und wir möchten dann fragen, wie groß ist der Abstand dieser beiden Kurven. Und die Aussage ist, dass der Abstand hier auf diese Weise abgeschätzt werden kann. Hier steht also auf der linken Seite der Abstand in der Supremumsnorm der beiden Kurven. Und auf der rechten Seite steht zum einen die Länge des Intervalls und dann das Supremum über die Längen aller Tangentenvektoren der Kurve f.
muss ich jetzt noch genau dazu sagen, hier misst man die Länge bezüglich der Maximumsnorm. Also diese Norm ist die Maximumsnorm auf RD, auf der linken Seite genauso. Und man nimmt dann nochmal das Supremum über alle Kurvenpunkte auf beiden Seiten. Ja, schauen wir uns den Beweis mal an. Zunächst ist es so, weil wir hier die Maximumsnorm eben haben, dass es ausreicht, sich wieder auf Komponenten zurückzuziehen. Deshalb werden wir jetzt eine beliebige Komponente i fixieren und wir bezeichnen dann mit u die Differenz dieser beiden Komponentenfunktionen, fi minus gi. Und was wir dann nur zeigen müssen, ist, dass man das Supremum von u, also hier müsste u von t stehen, abschätzen kann auf diese Art und Weise durch das Supremum der Ableitung der Komponenten von f. Nun, wie sieht man nun diese Abschätzung? Als erstes rechnet man die Ableitung dieser Streckenverbindung g aus und dann kriegt man diesen Term hier. Das ist ein Differenzenquotient und mit einem Mittelwertsatz finden wir dann eine Zwischenstelle s, sodass man diesen so darstellen kann. Ja, und das führt nun dazu, wenn wir die Ableitung von u ansehen, dann ist es die Ableitung von f minus die Ableitung von g und wir können dann den Betrag der Ableitung eben durch die Summe der Beträge der Ableitung von f und g abschätzen. Und mit dieser Beobachtung hier stellen wir fest, dass wir eben dann so eine gleichmäßige Abschätzung bekommen. Das heißt, das Supremum von u' über alle t kann man durch zweimal das Supremum von f' i die Komponente davon eben über alle t abschätzen. Ja, im nächsten Schritt wählen wir jetzt einen Zwischenpunkt s, sodass man das Supremum über u, über Betrag von u, auf diese Art und Weise darstellen kann. Was haben wir hier benutzt? Nun die Abbildung, die t auf Betrag von ut abbildet. Das ist eine stetige Abbildung und diese stetige Abbildung ist definiert auf dem kompakten Intervall ab. Und dann sagt uns der Satz zur Existenz des Maximums und Minimums, dass wir so eine Stelle S finden können. Dass S in dem offenen Intervall liegt, liegt daran, dass U, die Differenz dieser beiden Punkte, an den Randpunkten A und B eben 0 ist. Denn wie war das Bild? Wir hatten hier die Kurve und die Streckenverbindung war eben mit den Kurvenpunkten am Anfang und am Ende identisch. Ja, und dann folgern wir, dass wir mit dem Mittelwertsatz eine Zwischenstelle finden können, sodass u' gerade diesem Quotienten hier entspricht. Warum ist das so? Nun, wir wissen ja, dass u von a 0 ist. Das heißt, ich könnte hier ein u von a abziehen, ohne dass ich den Ausdruck ändere. Und dann sehen wir hier, dass hier wieder ein Differenzenquotient steht. Und dann ist die Aussage klar, die folgt dann aus dem Mittelwertsatz. Ja, und mit dieser Identität sehen wir dann, dass diese Abschätzung folgt. Wir haben hier einfach nur s minus a auf die linke Seite gebracht und nach oben durch b minus a abgeschätzt und dann Beträge genommen. Dieses Betrag von us war ja so gewählt, dass man das Supremum über Betrag von u erhält. Und dieser Ausdruck, den können wir jetzt mit dieser Abschätzung hier oben nach oben abschätzen und erhalten dann letztlich diese Abschätzung, die wir beweisen wollten. Und damit ist der Satz auch bewiesen. Ja, und zuletzt können wir uns jetzt mit der eigentlichen Frage beschäftigen, nämlich wie man eine Kurve, die stetig differenzierbar ist, durch einen Streckenzug approximieren kann und den Fehler dabei abschätzen kann. Und in diesem Satz machen wir das eben wie folgt. Wir schauen uns also eine Kurve f an. Hier sei die Spur der Kurve. Die Kurve sei stetig differenzierbar. Wir wählen uns dann ein n und wir diskretisieren nun das Definitionsintervall der Kurve. Sagen wir mal, das war das Intervall. Hier liegen eben die Punkte a und b. Das ist ein abgeschlossenes Intervall. Und wir zerlegen dieses Intervall in n minus 1 gleich lange Intervalle, indem wir sagen, dass t0 gleich a ist und tn ist b. Und dann zerlegen wir
dieses hier in diese Zwischenstücke, die alle die gleiche Länge haben. Die Länge ist nämlich gerade b minus a über n. Und so kriegen wir dann Parameterpunkte t0, t1 bis tn. Ja, diese Punkte, Parameterpunkte hier, die ich jetzt mal hier rot markiere, die werden durch die Kurve auf die Spur der Kurve abgebildet. Das könnte zum Beispiel so aussehen und so weiter. Und jetzt schauen wir uns den Streckenzug durch diese Punkte an. In Formeln ausgedrückt ist es also der Streckenzug, der zu dieser Situation hier gehört. Und wir möchten jetzt diesen Abstand der beiden Kurven hier berechnen. Das Rot ist also der Streckenzug gn und f sollte approximiert werden. Und wir nehmen wieder die Maximumsnorm und dann das Supremum über alle Punkte t. Und das können wir dann auf diese Art und Weise abschätzen. Die Abschätzung sieht wie die Abschätzung zuvor aus für die einzelne Verbindungsstrecke. Und ein Punkt, den man eben gewinnt, ist, da eine Länge dieser einzelnen Intervalle eben die Länge b minus a über n ist, gewinnt man hier den Faktor n im Nenner. Und deshalb ist es auch so, wenn man jetzt n größer werden lässt, das heißt, diese Diskretisierung des Intervalls ab wird immer feiner und damit gibt es auch immer mehr gemeinsame Kurvenpunkte des Streckenzuges mit f. Und wenn man das n erhöht, wird diese Abschätzung, dieser Vorfaktor hier auf der rechten Seite immer kleiner. Und für n gegen unendlich geht dieser Vorfaktor gegen 0. Und das heißt dann, dass man dann einen Streckenzug gewinnt, gn, der eben in der Supremumsnorm die Kurve f approximiert. Ja, der Beweis für diese Aussage ist eine Übung, das ist nicht schwierig, denn man kann sich, um dieses hier zu beweisen, immer auf die einzelnen Intervalle zurückziehen und dann einfach das Lemma zur Interpolation mit einer Verbindungsstrecke anwenden. Und dann summiert man das Ganze wieder auf. Ja, es gibt eine Bemerkung zur funktional-analytischen Struktur der Ausdrücke, die dort in diesem Lemma vorkommen. Und zwar stellen wir zunächst mal fest, dass wenn wir eine stetige Kurve haben auf dem abgeschlossenen Intervall AB mit Werten in RD, dann bilden all diese Kurven einen Vektorraum. Und diesen Raum hatten wir auch schon diskutiert und kennengelernt, zumindest in der Situation, wo die Dimension D des Bildraums 1 ist. Und da haben wir gesehen, dass dieser Raum im Fall D gleich 1 mit der Supremumsnorm eben ein Banachraum wird. So, das Gleiche gilt auch in dem Fall, wo jetzt hier ein mehrdimensionaler Raum steht, nämlich der R hoch D. Dort kann man nämlich durch diesen Ausdruck hier eine Norm auf diesem Raum einführen. Der einzige Unterschied zum Fall D gleich 1 ist, dass man anstatt des Betrages von UT eben die Maximumsnorm von UT verwendet. Und wenn man sich diesen Ausdruck ansieht, dann war das genau der Ausdruck, der in dem Lemma vorgekommen ist. Das heißt, dieses Lemma, das wir gerade formuliert haben, das können wir auch so formulieren, dass man bezüglich dieser auch sogenannten Supremumsnorm den Abstand von f zur Approximation durch den Streckenzug gn eben abschätzen kann auf diese Art und Weise. Und auf der rechten Seite taucht eben auch die Norm der Kurve auf, der Ableitung der Kurve auf und je nachdem, wie fein wir diskretisieren, also wie groß das n ist, kriegen wir halt einen kleiner werdenden Vorfaktor. So, die zweite Bemerkung ist, dass man diese Norm, die hier steht, das ist also eine Norm auf RD, in dem Fall die Maximumsnorm, die kann man durch jede beliebige Norm ersetzen, durch die euklidische Norm etwa, was nicht unvernünftig ist. Und diese Abschätzung des gerade bewiesenen Lemmas gilt dann immer noch. Und das liegt daran, dass auf dem endlich dimensionalen Vektorraum RD natürlich alle Normen äquivalent sind. Die Abschätzung geht nicht ganz. Was man verändern muss, ist der Vorfaktor. Statt nur 2 kriegt man eine Konstante C, eine positive Konstante, die von der Norm, die man wählt, eben abhängig ist. Ja, eine letzte Bemerkung, die ich machen möchte, ist folgende. In dem Lemma hatten wir
die Approximation durch den interpolierenden Streckenzug dadurch gewonnen, indem ihr zunächst mal das Intervall AB in gleich große Intervalle zerlegt haben. Das heißt, benachbarte Parameterpunkte haben immer den gleichen Abstand. Das muss man nicht unbedingt so machen. Wir haben ja gesehen, dass bei der Abschätzung auf der rechten Seite die Länge des Intervalls vorkommt, aber auch die Supremumsnorm der Ableitung von f. Und wenn wir das jetzt auf so ein Teilstück nur beziehen, dann können wir die Abschätzung besser machen, wenn wir dort, wo die Funktion eine große Ableitung hat, eine Tangente hat mit großer Länge, eben die Diskretisierung feiner machen. Um das zu illustrieren, könnte man sich als Kurve mal so eine Spirale ansehen, die vielleicht so aussieht. Und am Anfang der Spirale ist die Tangente sehr groß und am Ende der Spirale ist die Tangentenänderung eben klein. Und das würde bedeuten, dass man eben bei der Interpolation am Anfang die Abstände feiner wählt und dann gegen Ende her etwas gröber. Und das würde dann so aussehen, dass man dort, wo der Radius der Spirale eben klein ist, mehr interpoliert und dann wird man immer gröber. Und auf diese Art und Weise kann man bessere Approximationen gewinnen. Damit sind wir am Ende dieses Lernvideos und wir werden dann im nächsten uns mit der Länge von rektifizierbaren Kurven beschäftigen.